So, dann schauen wir uns einmal die Übung an. Ich habe die einmal auf Papier gemacht, mit dem Bleistift. Vielleicht ist der Kontrast nicht der allerbeste. Aber schauen wir uns das einmal an. Vielleicht können wir das nebeneinander legen. Ja, okay, das geht einigermaßen. Okay, schauen wir uns das einmal an. Ich habe einmal die Oberklasse Fahrzeug gemacht, weil ich verschiedene Fahrzeuge miteinander kombinieren wollte. Ne? Einmal gibt es Landfahrzeuge, da sind sowas drin wie PKW, Bus und LKW. Da habe ich noch einen speziellen LKW, LKW mit Anhänger eingeführt. Dann gibt es bei mir unter den PKWs gibt es eine Limousinenkategorie, da ist der Astra drin. Dann gibt es die Taxis, dann gibt es die SUVs. Und in den SUVs gibt es die Q5 und die Q7, ne, wie hier gefordert. Und dann habe ich hier noch den Passat. Da habe ich noch Kategorie Kombi dazwischen gesteckt, damit ich den so ein bisschen klassifizieren konnte. Das gleiche habe ich auch für die Wasserfahrzeuge gemacht. Jetzt muss ich sagen, dass ich bei den Wasserfahrzeugen fachlich die nicht unterscheiden kann. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht in Personenbeförderungs- und Fracht unterscheide. Also sowas wie der Containerschiff versus Floß und Yacht. So eine Fähre kann dann aber ja wieder beides. Und dann habe ich für das Datenmodell beschlossen, es gibt unter Wasserfahrzeug einfach keine weitere Unterscheidung. Deswegen habe ich die alle darunter gepackt. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Unterscheidung zwischen Fahrzeugen, Landfahrzeuge und Wasserfahrzeuge. Und alle diese Fahrzeuge implementieren bei mir das Interface Größe. So, das wäre mein Datenmodell. Hier gibt es aber ein kleines Problem. Nämlich bei dem LKW und der LKW mit Anhänger, der von dem LKW erbt. Das kann man so modellieren, aber es gibt das generelle Problem, dass wenn man einmal ein Objekt hat, kann dieses Objekt seine Klasse niemals ändern. Das heißt, wenn ihr einmal ein LKW mit Anhängerobjekt instanziert habt, dann kann er den LKW nie wieder den Anhänger nie wieder loskriegen. Das heißt, die sind eine untrennbare Einheit, LKW mit Anhänger. Das heißt, ich würde es an der Stelle eher so modellieren, dass ich ein LKW habe und ich dann so eine Teil-Ganzes-Beziehung mit der nicht ausgemalten Raute, also der Anhänger ist ein eigenständiges Objekt, modelliere und ich dann halt Anhänger habe und LKWs und die stehen in einer Teil-Ganzes-Beziehung. Also ein LKW kann viele Anhänger haben, ne? Also da kannst du hinter einem LKW auch mehrere dran tun. Vielleicht möchte man hier gleich unterscheiden und dann auch noch sagen, okay, das ist jetzt ein LKW-Anhänger, weil es gibt noch die Oberklasse Anhänger und dann unter der Oberklasse Anhänger gibt es dann auch noch PKW-Anhänger oder so. Aber das war ja alles nicht gefragt, ne? Also lange Rede, kurzer Sinn. Hier würde ich eher zu dieser Komposition statt Vererbung tendieren. Es ist großartig, dass wir dieses Beispiel haben, weil dieses Beispiel werden wir uns jetzt gleich im Code auch noch ein bisschen weiter anschauen. Ne? Also wir hatten hier unsere Slides und da waren wir in der Übung. Und bevor wir mit der Übung angefangen haben, waren wir nämlich hier bei Referenztypen, haben wir kurz besprochen, und primitive Datentypen und waren bei Arrays jetzt als nächsten Punkt stehen geblieben. Da setzen wir jetzt gleich weiter an. Arrays sind in der Verwendung und im Zugriff 100% identisch zu dem, was ihr in C kennt. Ne? Also das haben wir ja auch in der ersten Vorlesung schon Arrays kennengelernt. Das ist genau das Gleiche, was ihr schon verwendet habt. Nochmal kurz die Wiederholung. Ich deklariere einen Array, indem ich sage Datentyp und dann die eckigen Klammern und dann wie das Ding heißen soll. Es gibt in Java auch noch eine zweite Deklarationsart, wie man das machen kann. Man kann nämlich sagen Dateityp, also in dem Fall Integer, primitiv, Variable Name und dann dahinter die eckigen Klammern. Ich würde euch raten, das nicht zu machen. Also zum einen sehe ich das nicht häufig, dass das so gemacht wird. Zum anderen finde ich es auch sehr verwirrend. Weil was hier passiert ist, dass man die Typinformation, das ist ein Integer-Array, aufteilt. Man teilt es auf,
an zwei Orte, nämlich den Ort vor dem Variablenname und dem Ort dahinter. Und das die Typlegradation ist jetzt nicht mehr einfach an, ne, an einer Stelle hier sichtbar, sondern man muss jetzt an zwei Stellen gucken. Das ist super verwirrend. Ich habe das einmal gesehen und es hat mich drei Blicke gekostet, bis ich das gerafft habe. Spart euch selbst die Verwirrung und schreibt einfach eure Typdeklaration einfach davor, int Array, vor die Variable. Fertig. Okay, Deklaration am besten so, haben wir kennengelernt. Initialisierung ist auch genauso wie in C auch. Ihr sagt dann mein Array gleich new int, also das Schlüsselwort ist hier new, das ist anders als in C wahrscheinlich. New int und ihr sagt, wie groß das Ding sein soll. Also 5 Elemente, also von den next 0 bis 4 im Endeffekt. Und dann könnt ihr danach hergehen und für diese Indexposition, also 0 bis 4, dann Sachen reinlegen. In dem Fall haben wir einen primitiven Datentyp, das heißt, ihr würdet dort direkt in diese Stelle im Speicher von diesem Array die 1 reinschreiben. Wenn wir jetzt ein Array von Referenztypen, also von Klassen und Objekten hätten, dann hätten wir ein Array von Referenzen und dann würde dort im Speicher nur der Verweis auf die eigentliche Speicherposition von unserem Audi Q5 zum Beispiel drinstehen. Aber hier haben wir primitive Datentypen. Es gibt noch die literale Initialisierung, so heißt diese Form, die hatten wir auch beim ersten Mal schon kennengelernt. Das ist im Endeffekt eine Deklaration und Initialisierung mit Werten in einem Schritt. Da kann ich einfach sagen, int Array gleich dann geschweiften Klammern und dann gleich die Vorbelegung des Arrays halt mit rein. Ne? Und in dem Fall wäre das äquivalent, wenn ich sagen würde, int Array Literale gleich new int Größe 3. Dann halt Literale 0 ist 1, Literale 1 ist 2 und Literale 2 an Indexposition 2 wäre 3. Das ist halt ein Zugeständnis, dass man halt kompakteren Code schreiben kann, ist diese Initialisierung. Eine Sache, die ihr noch beachten müsst, ist ein Array, also hier mein Array, diese Variable wäre ein Objekt, also ist ein Referenzdatentyp. Und dieser Referenzdatentyp von dieser Variable, der zeigt dann auf die Speicherposition tatsächlich im Arbeitsspeicher später. Das heißt, wenn ihr eine Funktion, eine Methode aufruft und ein Array reingebt, dann würde an der Stelle würde nichts kopiert werden, also der Array würde nicht kopiert werden, sondern ihr würdet einfach nur die Referenz an die Methode übergeben. Ne, das hat den Vorteil, dass kein zweiter Arbeitsspeicher reserviert werden muss. Das hat aber vielleicht den Nachteil, dass wenn ihr jetzt in der Methode was verändert, natürlich das nur an dem einen Objekt verändert, was da im Speicher ist. Wie das aber genau funktioniert, muss ich euch nochmal kurz vertrösten auf das nächste Mal, wenn wir uns dann wirklich um unterhalten, wie Objektorientierung in Java umgesetzt ist. Okay. Nächster Punkt. Casting. Casting ist die Veränderung von Sichtweisen. Das heißt, wir können Datentypen umwandeln. Zum Beispiel können wir einen primitiven Datentypen umwandeln. Ne, also ich mache mal hier unsere Mail-Methode von diesem Live-Coding, von dieser Live-Coding-Klasse. Und ich kann jetzt Datentypen umwandeln. Wenn ich mir jetzt einen primitiven Datentypen angucke, da gucken wir uns jetzt mal die ganzzahligen an. Da hatten wir ja short, int und long kennengelernt. Und dort können wir das jetzt so machen, dass wir sagen, short S1 gleich 2. Also ich habe eine Variable vom Typ short, die war 2 Byte lang. Und die möchte ich jetzt umwandeln in einen Typ Integer i. Und da könnte ich jetzt s einfach sagen. So, das heißt, was hier passiert ist, der kleine Datentyp short von 2 Byte wird in einen großen Datentyp int umgewandelt. Und das nennt sich Casting. Das kann im Fall von, wenn man in den größeren Datentyp reingeht, kann das implizit sein.
Ich könnte es aber auch explizit hinschreiben. Das ist nämlich der Casting-Operator, ist der in runden Klammern. Wenn ich jetzt in runde Klammern den Datentyp hinschreibe, in den ich casten möchte, dann würde der für mich umgewandelt werden. Das muss ich aber nicht machen, wenn ich von wenig Byte nach viel Byte gehe. Aber das muss ich machen, wenn ich von viel Byte in wenig Byte gehe. Ne, wenn ich jetzt sage, long, oder wenn ich jetzt nochmal sage, S short S2, wenn ich jetzt von meinen 4 Byte in meine 2 Byte gehen möchte, also von meinem Int in meinen Short gehen möchte, dann geht das nicht automatisch, wie eben beschrieben, sondern hier sagt er jetzt, es sind inkompatible Typen, er erwartet einen Short, hat aber einen Integer gefunden. Das geht nicht. Das heißt, hier an der Stelle muss ich jetzt notgedrungen diesen Cast, dieses Casting machen. Und hiermit sage ich Java, ich mache diese Typumwandlung explizit. Und mir ist bewusst, dadurch, dass ich es explizit hinschreibe, dass gegebenenfalls Verluste auftreten könnten. Weil, was passiert, wenn ich jetzt meine 4 Byte komplett ausgenutzt habe in meinem Integer und dann will ich die in 2 Byte reinpressen, da habe ich ja nicht genügend Bytes oder Bits verfügbar, um alle Informationen dieser Zahl abzubilden. Das heißt, Zahlen gehen verloren. So, jetzt können wir uns mal kurz ein Beispiel angucken. Wir sagen, int i ist das Max-Value für Integer. Das ist diese Zahl. 2 hoch 31 minus 1. Das wäre jetzt hier zugewiesen in Integer i2. So, jetzt ziehen wir mal, weiß ich nicht, 200 davon ab oder so. Das ist jetzt aber immer noch weit, weit mehr, als in einen Short reinpassen kann. So, jetzt machen wir das mal, geben uns die Zahl einmal aus. Und dann geben wir uns die Zahl einmal aus, wenn wir sie in einen Short umgewandelt haben. So, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. So, das ist einmal unsere Ausgabe von dem Integer als in der Variable vom Typ Integer und dann halt vom Variablen-Typ Short dahinter. Ne? Das heißt, was höchstwahrscheinlich passiert ist, dass wenn ich 4 Byte auf 2 Byte schneide, werden halt entweder die ersten 2 Byte abgeschnitten oder die letzten 2 Byte abgeschnitten. Wie es hier jetzt genau ist, weiß ich nicht. Schreibe ich mir aber auf, dass ich es jetzt einblende. Okay, gut, habe ich mir aufgeschrieben, ist hoffentlich eingeblendet gewesen. Das heißt, wenn ich in den Weg runter caste, muss ich es explizit machen. Das ist dieser Operator und es kann unter Umständen Typverlust geben, wenn ich von viel Byte nach wenig Byte konvergiere. Ich kann verlustfrei nach oben casten, also casten heißt der Typ, also der Vorgang der Typumwandlung. Und wenn ich runtercasten möchte, muss ich es explizit machen und es könnte vielleicht einen Genauigkeitsverlust geben. So, das ist bei primitiven Datentypen. Jetzt kommen wir einmal wieder auf unsere Autos zu sprechen, wo wir nämlich am Anfang hergekommen sind. So, dann lasst uns doch mal ein Auto anlegen. Was hatten wir da? Wir hatten PKW. Jo, wir hatten PKW, wir hatten SUV, wir hatten SUV Extends, PKW, was Extends genau bedeutet, werden wir auch gleich noch kennenlernen. Und dann hatten wir bei, wir hatten noch den Audi Q5. Der ist ein Kind von SUV. So. Also wir haben jetzt die Vererbungshierarchie, PKW steht ganz oben, darunter kommt der SUV. Und darunter kommt der Q5. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wir machen uns einen Audi Q5. Und vielleicht legen wir uns noch eine weitere Klasse an, die Audi Q7 heißt, damit wir gleich unser Beispiel ein bisschen besser machen können. Audi Q7 Extends SUV. So. Also, unser Audi Q7 ist auch ein SUV, genau wie der Q5. Alles klar.
So, wir schreiben Audi Q5 gleich New Audi Q5. Da greifen wir auch hier wieder ein bisschen vor. Genauso wie Extends das Schlüsselwort ist, um eine Vererbungshierarchie zu kennzeichnen, ist das ein Ausdruck, um ein neues Objekt zu erzeugen. Ne? Also ich habe hier die Variablendeklaration von einem Referenztypen und auf der Seite lege ich mir ein neues Objekt an. Ein neues Objekt sage ich immer mit New, das ist das Schlüsselwort, um neue Objekte zu machen. Und dahinter kommt der Variablenname und dann wird der Konstruktor aufgerufen. Ne? Zur Erinnerung, der Konstruktor ist diese spezielle oder eine von vielen speziellen Methoden, um so ein Q5 zu erstellen. Habe ich jetzt keinen speziellen definiert, deswegen kann ich einfach nur Klammer auf Klammer zumachen. So, unser Audi Q5 jetzt hier in dem Beispiel ist von dem Typ Audi Q5. Unsere Variable Q5 ist von dem Typ Audi Q5. So, jetzt hatte ich gesagt, in der Vererbungshierarchie nach oben, das heißt Upcast, ne, also wenn ich jetzt von Q5 nach SUV gehe, das nennt sich Upcast, der ist immer problemlos möglich. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, SUV, also eine neue Variable SUV vom Typ SUV ist Q5. So. Muss ich nichts casten, geht ohne Probleme. Und genauso könnte ich jetzt auch vielleicht auch mehrere Ebenen in der Vererbungshierarchie überspringen. Ne? Ich könnte jetzt auch sagen, PKW gleich Q5. So, das würde auch gehen. Was ich jetzt aber nicht machen kann, ist Folgendes. Ich könnte jetzt nicht sagen, Audi Q5, zweiter Q5, gleich PKW. Das geht nicht. Ihr sagt mir jetzt inkompatible Typen. Ich erwarte einen Audi Q5, aber du gibst mir einen PKW. Was hier passiert ist, wenn ich einen Cast mache, dass ich immer nur eine neue Referenz erstelle, aber das Objekt im Speicher, das ist immer das Gleiche. Das ist, die ganze Zeit haben wir nur ein Audi Q5 in unserem Arbeitsspeicher von diesem Programm. Und ich habe einfach nur andere Variablen, die auf diese gleiche Speicherstelle, auf dieses gleiche Q5-Objekt im Arbeitsspeicher zeigen. Das heißt, ich als menschlicher Programmierer sehe natürlich hier, dass das selbstverständlich ein Audi Q5 ist. Das heißt, ich möchte jetzt explizit meinen Willen bekunden, dass das Ding gecastet werden soll, wieder auf Audi Q5 zurück. Und das kann ich tun, genau wie hier oben auch, indem ich einfach in runde Klammern den Typen reinschreibe, in das diese Variable gecastet werden soll. Und das kann ich machen. So, und dann schauen wir uns das einmal an, wie das hier aussieht. Machen wir einmal hier oben ein S-Out hin, machen wir einmal hier ein S-Out hin, machen wir einmal hier noch eins hin und dann machen wir hier auch noch eins hin und dann führen wir das einmal aus. So. So, dann haben wir jetzt hier oben einmal unsere zwei Zahlen, ne? Das ist noch von hier oben. Und dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 mal die gleiche Ausgabe. Und was wir hier sehen, ist die Standardimplementierung, wie man aus einem Objekt, einem Referenztyp, also einer eigenen Klasse, einen String macht, damit man den hier ausgeben kann in System.out.println. Ne, da hatten wir ja überlegt, oder letztes Mal kennengelernt, das Konzept von Überladen. Also es gibt unterschiedliche Printline-Methoden, einmal hier für ein Integer, dann hier einmal für nochmal ein Integer und dann hier für ein Object. Und hier wird halt dann, wenn man in die Klasse Object reinguckt, wie Printline implement oder PrintStream heißt die Klasse, PrintStream, wenn man da reinguckt, wie Printline für Object implementiert ist, dann könnte man das nachgucken. Aber im Endeffekt, was dort die Standardimplementierung ist, ist der voll qualifizierte Klassenname, nämlich Pakete und Klassenname. Also ich habe ja meine Klasse Audi Q5 in einem Paket, in einem Ordner drin, der heißt Kapitel 3, also Kapitel 3.Audi Q5. Und dann käme ein Add und dann dahinter kommt die Speicheradresse oder ein Hash der Speicheradresse, wo dieses Objekt zu finden ist. Und das wäre die Standard-ToString-Implementierung an der Stelle.
Und es ist viermal das Gleiche. Ne? Also es handelt sich wirklich, auch wenn wir jetzt casten, also die Referenz verändert sich, die Variable verändert sich, aber das Objekt im Speicher ist immer noch identisch. Ne? Also wir bekommen hier viermal die gleiche Ausgabe. Das heißt, bei einem Cast verändert sich das Objekt im Speicher nicht die Bohne, sondern nur die Sichtweise darauf. Ne? Also welche Klassenhierarchie bekomme ich jetzt an Sichtweise zu sehen? Also ne, welche Methoden von diesen verschiedenen Klassen bekomme ich da zu sehen? Aber im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Das heißt, auch der Downcast, so heißt das, wenn man von der Klassenhierarchie von oben nach unten geht, der wäre auch komplett verlustfrei, weil ne, das Objekt ist immer noch 100% das Gleiche. Der Hintergrund, warum wir jetzt nicht oder warum wir diesen Downcast explizit machen müssen, ist folgender. Ich könnte jetzt sagen, ich habe jetzt hier einen PKW, genau wie eben auch, PKW 2, gleich New Audi Q7. So. Das heißt, ich kann hier auch bei einer Deklarierung und Initialisierung in einem Schritt kann ich auch gleich mischen. Ne? Ich habe jetzt hier drüben PKW, aber ich weise den gleich mit dem Audi Q7 zu. Und das funktioniert, weil ja Audi Q4 eine Kinderklasse davon ist. So. Und wenn ich jetzt aber heruntercasten möchte, genau wie hier oben, ne? Ich möchte genau das gleiche machen wie hier, mache ich hier auch, nur ich sage jetzt hier dritter Q5. Und das möchte ich jetzt vom PKW 2 casten, also von dem hier oben. Ne? Und das wird ja nicht gehen, weil Audi Q7 und Audi Q5, das sind ja Geschwisterklassen. Die haben ja eine gemeinsame Elternklassen, aber die stehen ja nicht in der Vererbungshierarchie. Ne? Und wenn ich jetzt hier sagen würde, okay, alles klar, dritter Q5, und das jetzt ausführen würde, dann würde es wahrscheinlich ein bisschen knallen an der Stelle. So, dann würde ich jetzt an der Stelle eine Exception bekommen, eine Class-Cast-Exception. Ne, Exception ist das Konzept, um Ausnahmen zu definieren. Und hier wird beschrieben, okay, jetzt hat Alexa auch noch ihren Senf dazu gegeben. Also diese Exception würde Class-Cast-Exception heißen, weil ich versuche etwas zu casten, eine Klasse zu casten und dabei ist eine Ausnahme aufgetreten. Und in dem Fall sagt er mir, Audi Q7 cannot be cast to Audi Q5. Also ich kann ein Q7 nicht in ein Q5 umwandeln, weil dort keine Vererbungshierarchie besteht. Hat er auch vollkommen recht. Und genau aus diesem Grund muss ich diesen Cast explizit machen, um euch als Entwicklern darauf hinzuweisen, hey, pass mal auf, das könnte potenziell gefährlich sein, was du da machst. In dem Moment übernimmst du jetzt die Verantwortung dafür. Und unser Programm wird hier jetzt auch abgebrochen. Immer wenn ein Fehler auftritt, wird das Programm abgebrochen. Das Schöne ist aber hier, ihr könnt prüfen, ob ein Objekt vom Typ einer Klasse ist. Ich könnte jetzt hier fragen, if PKW2 instance of Audi Q5. Und nur wenn das Instance of True zurückgibt, nur dann möchte ich das Ganze casten. So. Und jetzt sehen wir hier schon, sagte, das ist always false, es wird nie ausgeführt. Aber lass es uns trotzdem noch einmal ausführen. In dem Fall jetzt hier kann ich fragen, hey, PKW2, bist du vom Typ Audi Q5? Und dann würde er gucken, ob er halt vom Typ dieser Klasse ist, die angefragt ist. Und in dem Fall ist, sagt er halt, nee, ist false. Das heißt, dieser Codeblock mit diesem Cast, ne? Weil hier ist ja dieser potenziell gefährliche Cast, der wird gar nicht ausgeführt, weil ich vorher geprüft habe. Mit Castings und Typumwandlungen. An der Stelle würde ich euch einmal empfehlen, macht das mal genauso. Nehmt mal die Klassen her, die wir hier gemacht haben, und steckt mal so ein paar Klassen exemplarisch in Java-Klassen rein. Also so, wie wir es auch gerade gemacht haben. Ne? So, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe den SUV, den PKW und den Audi Q5. Die verschiebe ich jetzt mal in ein neues Paket, einen neuen Ordner. Das nenne ich Modell. Und da schiebe ich die mal alle rein. Zack, 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 zack. Und macht ihr euch auch mal so ein kleines Modell, dass ihr ein paar Klassen, die ihr halt mit denen ihr spielen wollt, einmal hier so reintut. Vielleicht nehmt ihr noch ein paar mehr dazu und dann macht ihr euch mit dem Konzept von Casting einmal vertraut. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sehe ich euch im nächsten Video wieder und dann sprechen wir über den restlichen Teil der Folien und über die finale Übung für dieses Mal.
Alles klar, bis gleich.